Was geht ab, liebe Pöhlers-Bande? Vlog-Time bei den Pöhlers. Für mich geht es jetzt nach Dortmund ins Deutsche Fußballmuseum. Und warum? Um euch das ganze Ding zu zeigen. Viel Spaß mit dem Vlog. So, liebe Pöhlers-Bande, da sind wir angekommen in Dortmund und ich würde sagen, wir verschwenden gar keine Zeit. Steigen wir aus und gehen mal rüber zum Deutschen Fußballmuseum. Also kommt mal mit. Auf der anderen Straßenseite ist das gute Stück auch schon. Direkt am Hauptbahnhof geparkt und wir gehen jetzt mal da rein. Hinter mir ist das Deutsche Fußballmuseum und da gehen wir jetzt rein und dann werde ich euch dieses ganze Schmuckstück einmal von innen zeigen und ihr werdet sehen, was euch da alles erwartet. Also nicht lang schnacken, los geht es, rein damit. So Freunde, drin sind wir und ja, ich nehme euch jetzt direkt mal mit. Ich war ja selber noch nicht hier und guckt euch das jetzt mal an hier. Aachener Tivoli. Hier ist Campino, Düsseldorf. Jawohl. Da sind sie, die Borussen. Das ist ja mega geil gemacht. Also das ist schon mal mega nice gemacht. Und jetzt, Freunde, geht's durch das mediale Blitzlichtgewitter hier hinein ins Stadion, hinein ins Deutsche Fußballmuseum. Schon schick gemacht, ne? Also das muss man sagen, so wenn du hier so hochkommst mit der Rolltreppe und hier so dieses Blitzlichtgewitter imitiert hast und so, das ist schon cool. Ja, gehen wir mal weiter und gucken mal, was uns hier so erwartet. Und hier geht es auf jeden Fall direkt schon um den DFB, würde ich mal sagen, und die Historie des DFB. Das Wunder von Bern. Ja, liebe Pöhlers, jetzt bin ich hier beim Endspiel von Bern 1954 und ich muss sagen, das Wunder von Bern, der Spielball,
das ist schon interessant, das hier alles mal so zu sehen. Und auch so die Helden von Bern, das ist schon cool gemacht, muss man sagen. Gehen wir jetzt gleich mal rüber. Hier sieht man auch noch von jedem Helden irgendwie Hab und Gut, irgendwelche Hinterlassenschaften fürs Fußballmuseum. Das ist schon nice. Also das ist schon beeindruckend. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Also man muss wirklich sagen, das ist schon extrem beeindruckend hier. Also ich glaube, hier kannst du, weiß ich nicht, wie lange durch die Gegend laufen. Wenn du dir hier wirklich alles angucken willst, dann kannst du hier Stunden zubringen. Mir wurde gesagt gerade eben, die normale Verweildauer hier in diesem Ding ist so zwischen 2, 3 und 4 Stunden. Und das glaube ich auch, wenn ich jetzt mal gerade mal den ersten Raum mir hier so begucke. Was die hier wirklich alles da haben, ist der Wahnsinn. Ich nehme euch noch mal ein bisschen mit. Der Triumph von Rom 1990, Diego Maradona. Wirklich die Legende schlechthin. Und hier ist die legendäre Medaille von Franz Beckenbauer als Trainer. Jetzt sind wir beim großen Triumph von 2004.
14. Und ja, da ist es, das Trikot von Mario, ne? So, jetzt wo wir hier im Raum von 2014 und generell von den jüngeren Erfolgen des DFB waren, gehen wir einfach mal eine Runde weiter. Und in 14 Minuten gibt es eine 3D-Kinoshow. Ja, mal gucken, ob wir die mitnehmen. Aber wir gucken mal, was es hier noch alles so zu entdecken gibt. Mit dem Aufzug geht es weiter. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Die deutsche Meisterschaft. Popularisierung des Fußballs. Gleichschaltung und Propaganda. Freunde, das ist das Ding. Da habe ich nachgesucht. Passt mal auf, zeige ich euch. Ja, wie man sieht, Schalke Erfolge, da ist nicht so viel los und das ist schon verdammt lange her, Freunde, ne? Ja, jetzt haben wir hier 50 Jahre Schalke 04, klasse, hier ne, hinter mir, Schalke Erfolge, also wirklich Tafelsilber haben die nicht, ne? Ja, krass, VfB Leipzig, dreimal deutscher Meister, ja, ist schon ein krasses Ding hier, muss ich sagen. Das ist tatsächlich die Meistertrophäe. Anlässlich der Olympischen Spiele 1900 dem DFB gestiftet. Ist sie auch als Wanderpreis für Rugby-Teams gedacht. Wow. Schon imposantes Ding. Ja, 62 beschließt der DFB auf seinem Bundestag die Einführung der Fußball-Bundesliga zur Saison 63-64, Freunde. Das war noch Zeit, ne?
weil von Adi Dassler gestiftet und geschenkt. Es ist einfach beeindruckend, Freunde, wirklich, was man hier alles zu sehen bekommt. Die komplette Historie. Hallo Leute. Geld schießt keine Tore. Otto Rehhagel hat es gesagt. Und leider stimmt es manchmal dann eben doch nicht. Geld schießt manchmal doch Tore. Es ist wirklich ein beeindruckendes Ding. Hier einfach mal so durchzugehen, ist schon wirklich heftig. Hier sind sie, die königlichen Leute. Das ist mein Trikot, hä? Und jetzt kommt mein Highlight. Wunderschönes Ding, wunderschönes Ding. Ja, die 90er Jahre. Das ist aber eine geile Trainingsjacke, oder Freunde? Ja, 2010er Jahre. Da ist er. Senior Raul. War ja schon eine Bereicherung für die Bundesliga, muss man auf jeden Fall sagen. Ne? Ja, da ist die blöde Wembley 2013er Medaille. Ah, schön. So, Freunde, falls ihr euch fragt, warum wir die Pöhler sind, da ist die Pöhlerkappe von Kloppo. Und genau wegen dieser Kappe, weil wir Pöhler sind, sind wir die Pöhlers in der Mehrzahl, ne, Freunde? Da ist das Ding. Ich sag euch eins, es dauert nicht mehr lange. Irgendwann holen wir uns das Ding wieder zurück und dann kommt das Ding wieder nach Dortmund, wo es hingehört. Und dann wird Dortmund komplett abgerissen, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, Freunde, jetzt sind wir, Michael Schulz und ich, nochmal hier so ein bisschen in dem Bundesliga-Raum und gehen hier mal so ein bisschen durch und gucken uns hier mal noch ein bisschen was an, weil ich habe eben, glaube ich, schon mal was gesehen. Das ist hier schon mal ein Ex-Verein. Und ja, jo. Werder Bremen, ne? Ja. Habe ich meine Karriere beendet. Ich komme ja aus der Ecke und ja, ist das nicht tragisch, was da gerade passiert? Das tut mir echt auch in der Seele weh, muss ich sagen. Also Bremen war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ist natürlich ganz anders als der BVB oder auch als Kaiserslautern. Ist halt dieses Nordische kommt da schon durch, aber es war trotzdem unfassbar schöne Jahre auch zum Ende meiner Karriere. Ne? Und sehr, sehr tragisch. Ja, was sind wir bei Bremen, da gucken wir noch einen starken Stockwerk höher, da sind wir bei Schalke, ne? Das ist auch nicht so schön. Ja. Nürnberg ist auch nicht so schön, aber wenigstens die Bochumer, da sieht man da drüber. Ja. Die sind wieder oben, ne? Gott sei Dank, dass wir wieder ein Derby haben. Das ist immer so, doch ein kleines Highlight, muss man sagen. Ja, ja. Ja, und jetzt kommen wir hier zu etwas, ja, das war auch noch vor deiner Zeit, oder? Die ja. Preise waren zu deiner Zeit dann auch schon noch andere, oder? Eine Mark definitiv nicht. Kriegsgeschädigte, weiß nicht, ob die damals, das muss schon ganz lange her sein. Ja, das sind natürlich hier Preise von, wahrscheinlich kurz nach dem Krieg, sonst würde ja nicht Kriegsgeschädigte stehen. Also zu meiner Zeit wurde auch schon ein bisschen bezahlt an Eintrittsgeld. Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer Unterschied war, ehrlich gesagt, zu heute. Keine Ahnung. Also ist ja nicht so, dass ich
kurz am Krieg gespielt, aber auch da war die Zivilisation schon relativ weit fortgeschritten. Auch da wurde schon ein bisschen Geld bezahlt. Und wir haben ja damals, ich glaube, der Anteil der Fernsehgelder war ja nicht ansatzweise so hoch wie heute. Das heißt, du hast dich ja in der Zeit noch sehr viel auch von den Einnahmen finanziert. Also recherchier mal, wie groß der Unterschied wirklich war, so Anfang der 90er, ob es da so ein riesiger Unterschied war. Ja, also nicht eine Mark, aber ob es das Doppelte oder Dreifache heutzutage ist, wage ich zu bezweifeln. Also hier, ich spreche jetzt nicht von den VIP-Logen. Ne? Den hier? Wen hier? Den da? Den kenne ich nur außer, was immer das ist. Was ist das? Den da? Hast du leider nicht gewonnen, ne? Was ist das jetzt? Ich glaube, ist das nicht der UEFA Cup? Ich meine. Ja, dann habe ich ihn aus der Entfernung mal gesehen. Wir haben ja im Endspiel damals verloren. Ja, wie sollte es auch anders sein? Gegen Juventus Turin, da gab es ja noch zwei Endspiele. Ja, genau. Hatten wir aber überhaupt keine Chance, ehrlich gesagt. Hat Andi Möller noch da gespielt. Ja, da, dass wir überhaupt ins Finale gekommen sind, war schon echt, ich glaube, mit der Truppe, die wir hatten, das war schon überragend. Also, dass wir da noch, wir hatten auch, ich glaube, ich war gesperrt sogar bei einem, beim Heimspiel. Wir hatten Verletzte und so. Also es war, wir waren, muss man ehrlich sagen, chancenlos. Aber ich glaube, wie gesagt, bei der Übergabe müsste ich ihn ja gesehen haben. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern. Ach, aber ist schön hier, ne? Also, ja, ist Museum. Toll. Guck mal, das ist ja noch ein Pott. Was ist das denn da? Ist ja egal, da hinten ist noch einer, den habe ich auch nie. Ich habe sie immer alle nur aus der Entfernung gesehen. Ne? UEFA-Pokal, den DFB-Pokal, den habe ich nicht mehr aus der Entfernung gesehen. Ich glaube, ich bin nur zwei, dreimal über die Winterpause gekommen. Ja, hat der Nobby Dickel dir nicht gezeigt, wie man das Ding macht? Nein, leider nicht. Aber Nobby habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Denn nur weil Nobby dieses Pokalendspiel damals, 1989, entschieden hat, hatte der BVB genug Geld, mich zu kaufen. Das muss man mal wissen. Ja. Ich hab im Urlaub in der Bretagne gesessen und die Daumen gedrückt, ja, dass sie diesen Pokal gewinnen. Also sonst wäre dieser Deal nämlich gescheitert. Und Nobby, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Ja, Champions League wird mal wieder Zeit, oder? Also dass der BVB das Ding mal wieder holt hier? Ja, theoretisch ja, aber praktisch gehört ein Stück weit Glück dazu, das muss man ehrlich sagen. Also wir wollen jetzt nicht, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, müssen wir irgendwie gewinnen, na, die Champions League, nein, müssen wir nicht. Dabei sein, glaube ich, das kann man erwarten von der Truppe in der Champions League. Ihn zu gewinnen wird schwierig, aber ist es nicht ausgeschlossen. Also die Qualität ist schon da, aber ein Stück weit gehört auch viel, viel Glück dazu. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hier natürlich am DFB-Pokal vorbei. Ne? Der ist jetzt da. Da. Und ja, den hast du eben leider auch nicht. Nein, den habe ich, wie gesagt, den habe ich noch nicht mal gesehen. Ja, da habe ich es nicht mal ins Endspiel geschafft. Ich habe unfassbar schlechte Erinnerungen an den DFB-Pokal. Ich bin in meiner Karriere so oft ausgeschieden, schon in der ersten oder zweiten Runde gegen unfassbar schlechte Vereine. Was heißt schlechte Vereine? Schlechte Vereine waren wir ja, gegen unterklassige Vereine. Also über diesen Pokal, über diesen Wettbewerb, da werde ich lieber den Mantel des Schweigens legen. Da schäme ich mich ein bisschen. Ja, dann sind wir bei den Toten Hosen. Ja. Gute Jungs. Ja. Und jetzt, kann man sich anhören. Hier, Fritz Walter aus meiner Kaiserslauterer Zeit, ja, da habe ich den noch getroffen. Bei dem Mann? Pierre Lebarski, ja. Bei dem saß ich als Köttel auf dem Schoß. Ist das wahr? Ja, das ist wahr. Der war aber nicht viel größer als du als Köttel damals, nee, schon. Ne? Ja, der hat mich auch ein paar Mal schwindelig gespielt. Ja, das war so eine Art Spieler, die ich gar nicht gut abkonnte. Diese kleinen, quirligen, die waren schwer zu treffen. Ja, Lebarski und Hessler, also das war wirklich, die habe ich nicht gern gespielt. Lieber so ein paar kräftige Jungs. Ne? Ja, und hier, ne, da ist sie natürlich, die vollbesetzte, ja, Süd. Ja, ja, das ist unerreicht. Ist unerreicht, ne? Unerreicht, ja. Das ist immer wieder, wenn du einmal gestanden hast davor. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine Gänsehaut. Ist das nicht schön, nach so vielen Jahren? Ja, das ist immer wieder schön. Nein, wirklich. Ja. Da könnt ihr stolz drauf sein, auf diese Kurve, ehrlich. Ja, dazu mal auch. Und auch auf die Art, muss man auch sagen, ist ja nicht nur, dass sie einen schönen Krach machen und die Mannschaft unterstützen, sondern auch, muss man sagen, es passiert Gott sei Dank relativ wenig Mist. Relativ wenig Mist da. Ja, es gibt ja schon mal auch Fans, wo man sich doch auch als Spieler, glaube ich, gar nicht so mit identifizieren möchte. Aber das ist ja Gott sei Dank beim BVB nicht so. Ja, da ist schon der größte Teil echt auf der richtigen Seite.
Ja, schön. Schön, schön, schön hier. Hier, Freunde. Korn Neuer. Brauchen wir nicht. Und dann haben sie den Inter doch lieb gehabt. Ja. Das ging, glaube ich, relativ schnell, dass sie den lieb gehabt haben. In München. Das ist auch der Zahl der Zeit. Aber andererseits, wenn die Leistung stimmt und man spürt, auch als Bayern-Fan, dass man sich, dass da einer ist, der Leistung bringt und sich dafür im Verein einsetzt, dann muss man auch als Fan, finde ich, sagen, ach komm, na, dann feiere ich ihn jetzt auch. Schöne, schöne Nummer hier, die Bundesliga-Ebene. Und ich würde sagen, ja, vielen lieben Dank, dass du nochmal mitgegangen bist hier auf der Bundesliga-Runde. Und wir sehen uns gleich im weiteren Verlauf dieses wunderschönen Museums nochmal wieder. Bis gleich. Ciao. Freunde, ich kann euch wie gesagt nur sagen, großes Ding. Und wir gehen jetzt weiter zur Hall of Fame. Und da sind wir auch schon. In der Hall of Fame. Also das ist unfassbar cool gemacht hier. Alle Spieler, Spielerinnen. Andreas Möller. Michael Ballack. Matthias Sammer. Andi Brehme. Berti Vogts. Olli Kahn. Sepp Maier. Ah, ist schon geil gemacht. Das ist schon ein cooles Ding hier. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und jetzt nähern wir uns auch schon dem Ausgang. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ein echt, echt schönes Fußballmuseum. Und das ist das Deutsche Fußballmuseum und es hat diesen Namen auch wirklich verdient. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich sehe gerade schon einen Bolzplatz. Ja, Freunde, ich bin mal gespannt. Jetzt laufen wir wieder eine Etage runter. Und ja, da ist der von mir angekündigte Bolzplatz. Liebe Leute, ich zeige euch das mal von hier. Und genau zu diesem Bolzplatz gehen wir jetzt mal hin. Und hier sehe ich jetzt gerade schon, sind Stühle aus dem Nationalmannschaftsbus. Und da werde ich mich jetzt erstmal niederlassen. Und dann gucken wir mal, wie bequem die Dinger so sind. Ich kann euch sagen, sie sehen auf jeden Fall schon mal sehr bequem aus. Also Freunde, so wäre ich auch Nationalspieler. Definitiv. Aber ich kann nicht nur Passagier sein, ja, an Bord des Mannschaftsbusses. Nein, nein, ich bin nicht nur Passagier, sondern ich bin jetzt auch Busfahrer. Guckt euch das Ding hier mal an. Das ist ja, das ist crazy, echt. Das ist ja unser Lions Coach C, ja, 500 PS, 36 Plätze, insgesamt vier Führertische drin. Ja, dann steigen wir mal ein und dann fahren wir die Mannschaft mal wohin? Na, wo ist denn hier Gaspedal und Bremse? Hallo, Ebims, der Toxi. Blinker, lauter, leiser. Ist ja mega transfer. Also wow, geräumig, bequem, auf jeden Fall. Nee, für den DFB. Nee, stark. Der Bus hat schon schön hier. Für die Fans. Das haben wir mal gesehen, wie der Siegerflieger, der über Berlin fährt. Ah. Der Bus, auf dem die Mannschaft ist und wir gehen auch das Stadion fährt. Also ja, also doch ein wirklich großes Museum hier. Und jetzt geht's, wie gesagt, runter. Da ist dann der Bolzplatz.
Und dann haben wir es auch schon geschafft. Aber ich sehe gerade noch einen Platz, den ich euch gleich zeigen muss. Und zwar solltet ihr den auch kennen. Das ist nämlich der Ort, wo auch tatsächlich regelmäßig das DFB-Pokal oder wo der DFB-Pokal, wo die Partien des DFB-Pokals ausgelost werden. Das ist nämlich fast immer in Dortmund. Und das ist tatsächlich genau hier. So, liebe Pölers, das soll es mit dem Vlog gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, lasst einen Daumen nach oben da auf diesem Video. Kommentiert es, wie es euch gefallen hat, das interessiert mich sehr. Und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Vlogs mehr, keine Interviews mehr, keine BVB-Livestreams mehr, keine BVB-News mehr. Dann seid ihr immer up to date und komplett aktuell bei den Pölers. Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht. Kleines Fazit, ich habe es ja im Zwischenfazit eigentlich schon mal gesagt. Das Fußballmuseum hier in Dortmund ist ein Erlebnis wert, definitiv. Ist richtig schön hier. Ihr könnt viel sehen, ihr könnt viel lernen. Ihr habt viel Historie hier, ihr habt viele Sachen, die ihr euch angucken könnt hier. Aber auch ganz viel Interaktion. Ja, also ihr könnt ganz viel selber auch machen. Und das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gelungen. Dieses Museum definitiv eine Empfehlung von mir. Wer die Chance hat, kommt mal hin. In der Videobeschreibung findet ihr auch alles, wie ihr das Deutsche Fußballmuseum erreichen könnt. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal beim Deutschen Fußballmuseum, dass ich die Möglichkeit hatte, hier drehen zu dürfen. Und ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Spiel des BVB, bis zum nächsten Video. Macht es gut, euer Toxi.